Ja, herzlich willkommen, liebe Makro-Freunde. In diesem Video zeige ich euch einfach kurz unsere neue Webseite und die wichtigen Funktionen, wie ihr damit umgehen könnt. Ja, wichtig war es für uns, dass die neue Seite eben responsive ist. Das heißt, es sieht auf jedem Gerät gut aus, sei es Smartphone oder Tablet. Und wir haben einfach ein neueres Design, moderneres Design. Und die Bilder kommen noch besser raus. Das ist eigentlich das Hauptfuture. Genau, aber was könnt ihr jetzt eigentlich machen? Ja, ihr könnt nach wie vor eure Bilder eben zur Präsentation einschicken bei uns, hochladen und in die Galerie einstellen. Dazu müsst ihr einfach einen Account erstellen. Wenn ihr schon einen habt, klickt ihr hier oben einfach auf Login und ihr könnt euch einloggen mit eurem Benutzer. Es sieht dann so aus, dass ihr euch hier dann einfach anmelden könnt mit eurem Username. Ich bin jetzt hier eben als Test-Account mal drinne. Und dann meldet ihr euch einfach an. Und jetzt habt ihr alle Funktionen. Und zwar hier oben, habt ihr ganz oben am Bildschirmrand, habt ihr jetzt eine schwarze Leiste mit allen Funktionen, die ihr jetzt auf dieser Seite habt. Ihr könnt jetzt euer Profil bearbeiten, das heißt ein Foto von euch einstellen, eine Beschreibung ändern, eure Passwort ändern, etc. Und ihr könnt jetzt, wie gesagt, eben Fotos in die Galerie hochladen oder eine Frage stellen. Also ihr könnt jetzt Diskussionen eröffnen, einfach mit kurzen Fragen, wie zum Beispiel, was ich, welche Nahlinse passt am besten auf mein Objektiv oder wie verhalte ich mich in Naturschutzgebieten, was muss ich beachten. Also solche kurzen Fragen einfach. Wichtig für uns sind natürlich eigentlich Fotos von euch. Die könnt ihr in die Galerie hochladen, indem ihr da drauf drückt. Und dann einfach einen passenden Titel wählt für euch. Zum Beispiel, wenn ihr eine Biene fotografiert habt, eben Biene. Dann ladet ihr euer Foto hoch. Oder mehrere Fotos, das ist auch egal. Und dann macht ihr eine kurze Beschreibung dazu. Wichtig auch noch hier unten, die Text könnt ihr ausfüllen. Also einfach ein paar Schlagworte, die euer Bild beschreiben. Wenn zum Beispiel jetzt eine besondere Biene war, wie zum Beispiel eine Sandbiene, dann schreibt ihr hier als Sandbiene rein. Ja? Solche Geschichten. Und im nächsten Schritt könnt ihr das Objektiv angeben, mit dem ihr fotografiert habt. Das ist auch immer sehr hilfreich für uns, wenn ihr dann euer Bild bewerten sollen oder besprechen sollen. Ja? Die Objektivdaten werden nicht automatisch ausgelesen. Die ganzen anderen EXIF-Daten werden ausgelesen. Das heißt, wenn ihr euer Bild hochladet, wird Blende, ISO-Wert etc. wird alles ausgelesen und auch automatisch dargestellt. Manchmal gehen diese Daten leider verloren, wenn ihr bei der Bildbearbeitung gehen die teilweise verloren. Da müsst ihr einfach darauf achten, dass diese Daten immer da sind, weil die helfen halt uns dann in der konstruktiven Kritik enorm, wenn wir einfach wissen, unter welchen Umständen ihr das aufgenommen habt. Also die sind wirklich wichtig, diese EXIF-Daten. Informiert euch da, dass die nicht verloren gehen. Nun gibt es auch ein Häkchen, eine Auswahl, wo ihr machen könnt, ob ihr denn überhaupt eine Bildbesprechung wünscht. Also gerade der Roland nimmt sich ja immer sehr, sehr, sehr viel Zeit für euch und beschreibt das ganz, ganz ausführlich, was ihr verbessern könnt an euren Fotos oder was ihm aufgefallen ist. Das sind einfach nur Hilfestellungen. Das ist nichts Böses. Ihr werdet hier nicht zerrissen. Nehmt das als Chance wahr. Das ist eine Chance, die es eigentlich sonst wo nirgends gibt. Ja? Hier geht es eben nicht darum, irgendwelche großen Likes abzusammeln, wie bei Facebook. Jetzt like, like, like. Nee, hier kriegt ihr wirklich mal konstruktive Kritik. Das bringt euch 10-mal mehr weiter als alles andere. Nichtsdestotrotz, wenn ihr mal wollt, nein, das Bild ist jetzt einfach ohne Worte, dann könnt ihr natürlich auch wählen, nein, danke. Und hier die Kommentare auch einfach schließen. Dann kann auch wirklich kein Benutzer da Kommentare dazu machen. Genau, wenn ihr das dann abschickt, könnt ihr hier unten auf Speichern drücken. Dann erstellt ihr eine neue Galerie und das sieht dann so aus, dass euer Bild eben groß dargestellt wird. Und alle wichtigen Funktionen oder Informationen findet ihr dann rechts in der Leiste. Gerade die EXIF-Informationen, hier sieht man jetzt bei diesem Bild, fehlen die leider. Immerhin wurde das Objektiv angegeben. Aber achtet darauf, dass diese Daten da sind. Dann habt ihr links natürlich den Titel und die Beschreibung dazu. Und dann kommen auch schon die Kommentare, wo ihr loslegen könnt. Genau. Wie gesagt, es ist alles noch ganz neu und wir erweitern die Seite auch noch die ganze Zeit. Also, wenn noch was nicht funktioniert, habt ihr einfach noch ein bisschen Geduld und Nachsicht. Oder wenn ihr Ideen habt, welches Future ihr unbedingt haben wollt, kein Problem, schreibt uns an. Wir sind da wirklich offen und wir können auch alles umsetzen, weil wir die Seite eben selber machen. Das ist der große Vorteil. Wie gesagt, ich habe es angesprochen mit diesen Diskussionen. Ihr könnt einfach hier oben dann auch auf Frage stellen drücken, in der Leiste oben. Oder ihr geht direkt auf die Diskussionen
und drücke dann hier auf neue Frage stellen. Ich drücke jetzt mal hier oben auf Frage stellen drauf. Dann könnt ihr auch wieder einen Titel wählen, könnt halt einen Text, die Frage stellen. Ihr könnt sogar ein Foto hochladen dazu, wenn ihr meint, ja, ihr habt irgendwie eine, was ich, ein Objektiv oder so und wisst nicht, ist da ein Pilz drauf oder dann könnt ihr ein Foto davon auch machen und die Frage stellen. Also jegliche Sachen. Oder ihr habt ein Objektiv und seid euch nicht sicher, wie ihr es, mit welchen Adapter ihr braucht für eure Kamera. Solche Sachen könnt ihr hier einfach fragen. Genau. Ja, das war es einfach schon. Das waren so die Basic-Funktionen. Ich freue mich auf euch bei MakroTreff. Meldet euch an. Genau, wenn ihr noch keinen Account habt, dann könnt ihr hier oben, logge ich mich jetzt wieder aus, könnt ihr hier oben einfach auf Mitmachen drücken. Und dann könnt ihr ein neues Benutzerkonto erstellen. Achtet einfach darauf, dass ihr die bei der E-Mail-Adresse, die ihr angebt, auch dort in den Spam-Ordner schaut. Weil manchmal landen diese Anmelde-E-Mails dann im Spam-Ordner. Also ihr müsst nämlich dann diese E-Mail-Adresse bestätigen. Und dann könnt ihr hier schön Sachen ausfüllen und auch ein Bild von euch hochladen. Das hilft auch immer. Und dann einfach auf ein neues Benutzerkonto erstellen drücken. Und ihr seid bei MakroTreff. Also, ich freue mich auf euch. Macht's gut. Immer gut Licht. Tschüss, tschüss.